unserem Gebäude ist nicht nur die Schule selbst verankert, sondern auch der Hort, die Ganztagsbetreuung, die im Nachmittagsbereich vor allen Dingen für unsere jüngeren Schülerinnen und Schüler eine wesentliche Rolle spielt. Ein besonderes Ganztagsangebot, was auch in diesem Jahr neu überhaupt erst an unsere Schule eingerichtet wurde, ist das Angebot, was ein Gebärdensprachdozent durchführt mit unseren gebärdensprachnutzenden Schülerinnen und Schülern, wo was Besonderes auch gemacht wird, indem den Kindern auch teilweise mitgeteilt wird, was bedeutet es, später dann im Berufsleben einen Dolmetscher zu organisieren, wo kann ich meinen Freizeitbereich verbringen, wo ist der Gehörlosenverband verfügbar, mit wem kann ich in Kontakt treten. Und es wird in diesem Kurs auf alle Fälle auch die DGS, die deutsche Gebärdensprache, natürlich immer weiter vermittelt. Es erfolgt ein Wortschatzaufbau und natürlich auch die Gehörlosenkultur als wichtiges Kulturgut auch an die Schülerinnen und Schüler weitergegeben. Außerdem haben wir in unserem Haus die pädagogische Audiologie, die besonders wichtig ist für die hausinterne Diagnostik, aber auch für die Diagnostik von Kindern mit dem Förderschwerpunkt Hören, die in Regelschulen dann auch beschult werden, um überhaupt erstmal den Förderbedarf festzustellen. Hier ist immer sehr, sehr viel zu tun, breit gefächert von der Pflege, der Hörtechnik über die Überprüfung, alles was Klassenhöranlagetechnik ist und natürlich auch die PET-audiologische Diagnostik. Hier wird geguckt in den unterschiedlichsten Tests und Verfahren, wo die Schwierigkeiten der Schüler liegen, welche Hörprobleme haben sie, aber auch was können sie gut. Zum Beispiel die Empfänger, die in die Hörgeräte reinkommen, dass die Verbindung der Hörgeräte zu den Mikrofonen der Lehrer, wo man natürlich auch reinhören muss. Das ist die Klassenhöranlage. Das kriegt der Lehrer umgebunden, damit hier sind Mikrofone drin und damit wird dann halt direkt in die Hörgeräte oder die CIs der Schüler die Lehrersprache übertragen. Beziehungsweise gibt es in den Klassenzimmern auch Lautsprecher, die das wiedergeben. Für die Mitarbeiter, Schüler haben wir dann auch Schülermikrofone, wo natürlich dann auch die Sprache der Schüler direkt zu den Hörgeräten weitergeleitet wird. Und dann haben wir hier das Audiometer und hier werden ganz unterschiedliche Tests gemacht. Also von Tonaudiogramm, was man so vom HNO-Arzt kennt, bis halt wirklich spezifisch für Kinder runtergebrochenes Material, wo man dann erstmal testen kann, wie gut verstehen sie Sprache, wie gut sind sie in der Sprache entwickelt und natürlich dann auch weiter zu den audiologischen Teilleistungen, also wie gut können sie Sprache in Störschall verstehen, da kommt dann halt aus den Lautsprechern Sprache und ein Rauschen und da wird geguckt, wie gut kriegen sie das hin. Auditive Merkfähigkeit, was kann man sich merken, wenn man das einfach nur hört? Und eine ganz wesentliche Säule, die unsere Schule auch ausmacht, ist unsere Beratungsstelle. Hallo, mein Name ist Silvia Arras. Ich bin die Leiterin der Beratungsstelle unseres Förderzentrums. Wir sind ein Team von 8 speziell ausgebildeten Pädagoginnen, die hörgeschädigte Kinder und Jugendliche im Regierungsbezirk Chemnitz beraten, diagnostizieren oder inklusiv betreuen. Bei einer vorliegenden Hörschädigung fordern uns die Schulen zur Beratung an und im Rahmen dieser Beratung und Diagnostik wird darüber entschieden, ob ein sogenanntes Feststellungsverfahren eingeleitet werden soll. Dann findet eine umfassendere Diagnostik zum individuellen Förderbedarf statt. Im Anschluss daran beraten wir gemeinsam mit den Eltern und Schulen über notwendige Maßnahmen zum schulischen Nachteilsausgleich im Förderschwerpunkt Hören. Für die Kolleginnen und Kollegen der Schulen bieten wir jährlich Fortbildung in unserem Förderschwerpunkt an. Die meisten unserer gemeldeten Kinder und Jugendlichen mit dem Förderschwerpunkt Hören werden inklusiv beschult.